Liebe Malonze Gang, heute reagieren wir mal was auf was ganz Besonderes, was es auf meinem Kanal nicht gab. Wir haben eigentlich nur meist auf Musik reagiert und ja, Freunde, heute reagieren wir auf Klaus Kinski, aka Max Giermann. Also Max Giermann ist ein Schauspieler und Klaus Kinski ist jemand, der ja gut damals ein Schauspieler war, der auf jeden Fall sehr aggressiv drauf war. Meist, der lebt heute nicht mehr. Deswegen hat jemand, also Max Giermann, ein Schauspieler, Klaus Kinski sozusagen nachgestellt. Und Sketch History heißt das Ganze, von ZDF ist das. Und da schauen wir uns heute zusammen an. Und da haben die sozusagen historische Momente, Daten nachgestellt, aber halt nur witzig gemacht. Und Freunde, darauf reagieren wir heute. Viele von euch kennen auf jeden Fall Max Giermann, der Klaus Kinski nachmacht. Freunde, lasst euch einfach überraschen, dann werdet ihr auf jeden Fall wissen, was ansteht, Freunde. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. 1000 Abonnenten ist das Ziel, Freunde. Vielen lieben Dank für euren ganzen Support. Die anderen Reaktionen, ihr wisst Bescheid, böse Onkels, alles kommt, Freunde, alles gemischt. Ich will einfach sowas mit hier einbauen, Freunde. Einfach überall hinschießen, Freunde. Da können wir noch andere Leute erreichen und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. So genial. Das ist jetzt schon ein bisschen älter, aber ich find's trotzdem nice. Ist das denn zu fassen? Wir sinken. Ja, dann sinken wir halt! Es ist so gut, ne? Daraus könnte man eine Nicht-Lachen-Challenge machen. Wirklich. Das kennt ihr alle, ne? Stopp! Aus! Sag mal, hast du da eben einen Fisch gespielt? Hm? Ja, rede ich Spanisch oder was? Ich hab dich gefragt, ob du da eben ein beschissenes Fisch gespielt hast beim Übergang auf das A. Ich spiele da immer Fisch. Ja, das weiß ich! Du bist ja immer ein Fisch, immer! Und das klingt doch immer scheiße, du Idiot! Das liegt mir in dein Giss, verstehst du? Ein Giss! Aber das geht ja in deinen blöden Schädel nicht rein! Oh, geht da. Wisst ihr jetzt, was ich meine? Genau das ist das Geniale daran. Wir. Diese Person, also Kinski, die echte Person, die es nicht mehr gibt, ein anderer Schauspieler, den Kinski nachmacht, finde ich einfach genial. Also ich feiere das einfach, Freunde. Was wieder los? Leute, lass uns doch einfach spielen. Ist vielleicht nicht der optimale Zeitpunkt. Du mischst dich ja nicht ein, du dumme Sau, doch. Kümmere dich um deine eigenen Sachen. Ist genug zu tun. Ich habe hier einen Ruf als Musiker und den lass ich mir von diesem Arschloch da nicht kaputt machen. Übrigens, die Leute rennen zu den Rettungsbooten. Ich wollte es nur gesagt haben. Wir werden denn jetzt alle wahnsinnig. Die Leute. Was gehen mich denn deine scheiß Leute an? Wir sind hier, um ein Konzert zu geben. Ich werde dich auf deinen Platz zurückverweisen, wo du hingehörst. Naja, es ist nur so. Wir sinken. Das ist so gut, das denn zu fassen? Wir sinken. Ja, dann sinken wir halt. Ist überhaupt der Tag gekommen, an dem ich dir in deine Fresse haue? Diesmal schlage ich dir in die Fresse, da kannst du dich drauf verlassen, doch. Ja, mach doch. Morgen Nacht komme ich in deine Kajüte und hau dir in deine dämliche Fresse, du dumme Sau, doch. Ja, das ist ja das Problem, es gibt kein Morgen. Ist ja ungeheuerlich. Sein Geist ist krank, einsperren müsste man das blöde Arschloch. Aber nun gibt halt beide mal Ruhe. Wie soll man denn arbeiten mit so einem Arschloch? Leute, ich würde gerne noch mal den Vorschlag machen, vielleicht doch eins der letzten Rettungsboote. Das ist so gut. Ich scheiß auf deine blöden Rettungsboote, wir machen hier Musik. Schnell. So, ich hau ab. Komm, noch haben wir eine Chance. Die unteren Decks sind schon unter Wasser. Jesus Christus, ja, komm. Ey, das ist so gut. Jesus Christus! Wisst ihr, was Jesus gemacht hätte? Er hätte eine Peitsche genommen und hätte sie euch in die Fresse gehauen. Das hätte Jesus gemacht. Ihr Arschlöcher! Ey, das ist einfach genial, also... Ja, Freunde. Das war dieses kurze Video dazu. Ach ja. Freunde, jetzt schreibt auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, wie ihr das fandet. Freunde, ich finde das mega geil. Wenn ihr wollt, können wir uns auf jeden Fall noch mehr Folgen reinziehen. Da gibt es noch mehr, also andere historische Orte oder Momente, die nachgestellt haben, halt nur so lustig gemacht. Das feiere ich, Freunde. Wenn ihr Bock habt auf mehr, dann schreibt auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare, wie ihr das findet, Freunde. Ich finde es einfach mega gut, wie dieser Schauspieler
einen Menschen, den es nicht mehr gibt, der 1991 schon gestorben ist, nachmacht sozusagen. Der Typ war wirklich so, ohne Scheiß. Die echte Person Klaus Kinski war wirklich so. Er ist ja nur ein Schauspieler und hat ihn nachgemacht. Der war wirklich so. Ist auf jeden Fall krank, Freunde. Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare. Lasst jetzt abschließend noch ein Abo da für die 1000 Abonnenten. Das ist mein großes Ziel, Freunde. Und ja, das war's mit meiner Reaktion, Freunde. Und wir würden uns einfach im nächsten Video sehen. Habt jetzt noch einen positiven Tag. Und wir sehen uns bei dem nächsten Reaktionsvideo wieder.